Biodiversität ist ein ganz zentrales Thema in der nachhaltigen Entwicklung. Es kommt nur ein bisschen unter die Räder. Alle reden von CO2, von Green Building. Und letztlich ist die Lebensgrundlage, die Ökosphäre, ein Ergebnis einer funktionierenden Biodiversität auch. Wir haben im Baubereich eine riesige Verantwortung, weil wir mit unseren Projekten, unserer Projektentwicklung sehr starke Eingriffe machen. Und da kann es einen großen Unterschied machen, ob einem die vorhandene Biodiversität ein Thema ist und wichtig ist. Okay, Stichwort Biodiversität. Warum wichtig für Unternehmen? Biodiversität ist deshalb wichtig für Unternehmen, weil Wirtschaft ohne eine funktionierende Ökosphäre keinen Sinn macht und keinen langfristigen Erfolg hat. Und wir ganz wesentlich von den gratis, kostenlos zur Verfügung gestellten Nutzen der Umwelt profitieren und dementsprechend sorglos damit umgehen. Eine größere Berücksichtigung der Biodiversität heißt eben auch, unsere Lebensgrundlage langfristig zu schützen. Wir müssen als Unternehmen die Biodiversität langfristig ernster nehmen, damit wir auch in Zukunft noch die Segnungen der Natur und der Umwelt in Anspruch nehmen können. Heute wird das einfach gratis, kostenlos, als selbstverständlich herangezogen. Und ich denke, dass wir so nicht weiter wirtschaften können, weil die Abhängigkeiten von einer funktionierenden Natur, von eben der Biodiversität sehr groß ist, was uns aber nicht bewusst ist. Jeden Tag sterben 100 Arten aus, die uns zum Teil noch nicht einmal bekannt sind. Und ohne diese Zusammenhänge zu kennen und das Bewusstsein dafür zu schärfen, werden wir langfristig auch wirtschaftlich keinen Sinn und Erfolg haben. Als Unternehmer interessiert mich eigentlich nur der Profit, der hinten rauskommt. Was sind Sie für die Aussagen? Naja, es gibt viele Unternehmer, die sich ausschließlich auf den Profit konzentrieren. Wir und viele andere auch. Wir sind ein Familienunternehmen und sind eben andere Dinge auch wichtig. Und auch unter Mitarbeitern sind andere Dinge wichtig, weil unsere Lebensgrundlage kann nicht getrennt werden von einem wirtschaftlichen Erfolg.